Extremismus gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das friedliche Zusammenleben. Rechtsextremismus und die Gewaltbereitschaft der rechten Szene haben zugenommen, so die Bilanz des Verfassungsschutzes von 2020. Wo die rechte Szene zusammenkommt, fühlen sich Anwohner oft bedroht und hilflos. Im sächsischen Ostritz sollte das sogenannte Schild- und Schwert-Festival stattfinden. Ein Neonazi-Treffen mit Besuchern der Szene aus ganz Deutschland und Osteuropa, wie Medien berichteten. Doch anstatt sich verängstigt zu beugen, organisieren sich die Bewohner und wehren sich standhaft gegen die unerwünschten Besucher. Ja, wir haben Ende 2017 gehört, dass Ostritz ein Ort werden soll, wo sich Rechtsextremisten aus ganz Deutschland, ganz Europa treffen wollen. Da haben wir sofort gesagt, das passt nicht zu Ostritz, das ist nicht Ostritz. Georg Saldit ist einer der Ehrenamtlichen des Ostritzer Friedensfestes. Die Initiative wurde als Gegenveranstaltung zu den Treffen der rechten Szene gegründet. Sie wird von Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert. Auch Bürgermeisterin Marion Prange unterstützt das Engagement. Es war für uns von Anfang an wichtig, ein Zeichen zu setzen, für was wir hier in unserer Stadt stehen und für was die Menschen in der Region stehen. Nämlich für Demokratie, Weltoffenheit, Toleranz und ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Da hat das internationale Begegnungszentrum seine Netzwerke akquiriert, die Stadt hat ihre Netzwerke akquiriert und wir als Ehrenamtler haben auch unsere Bekannten und Freunde angesprochen. Ja, sodass dann plötzlich 40, 50 Mitmacher plötzlich da waren. Durch das Ostritzer Friedensfest wollen die Freiwilligen ihren Protest ausdrücken gegen Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Um auch kulturell etwas beizutragen, gibt es immer ein Rahmenprogramm. Ja, ein Friedensfest ist ein großes Fest mit 2.000, 3.000 Besucherinnen und Besuchern für Demokratie, für Weltoffenheit, für Toleranz. Tolle Reden von tollen Leuten, wunderbare Konzerte. Es geht ja bei uns auch immer um das Thema Haltung durch Unterhaltung. Ebenso schauen die Ehrenamtler genau auf die Statistiken. Allein 2020 wurden über 22.000 Straftaten mit einem rechtsextremen Hintergrund erfasst. Davon über 1.000 Gewalttaten. Wenn man über die Menschen mehr Informationen hat, fand ich das wirklich sehr mutig. Sehr mutig, nicht nur der Stadt eine Stimme zu geben, sondern auch in der Stadt Gesicht zu zeigen. Dieses Friedensfest-Team, dieses Orga-Team, dass die sich gefunden haben und sich dagegen aufbegehrt haben sozusagen und gesagt haben, das lassen wir hier nicht so stehen. Das fand ich richtig gut. Georg Saldit hat heute im Internationalen Begegnungszentrum eine Jugendgruppe aus Dresden zu Gast, um über die Gefahren und das Vorgehen von Rechtsextremen zu sprechen. Es ist uns mittlerweile eben auch ein Bedürfnis, nicht nur diese Friedensfeste zu feiern, sondern auch zwischen den Friedensfesten immer mehr Leute aufzuklären. Die Jugendlichen können hier lernen, was es bedeutet, sich für freiheitliche Werte stark zu machen. Hierfür wurde die Ostritzer Initiative bereits mehrfach ausgezeichnet. Beispielsweise 2018 durch das Bündnis für Demokratie und Toleranz, in der Bundeszentrale für politische Bildung, im Wettbewerb Aktive Demokratie und Toleranz. Den sächsischen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern ist dieses Engagement schon in Fleisch und Blut übergegangen. Wir hatten ungefähr 500 Ehrenamtler beim ersten Friedensfest. Wenn man sagt, hier wird explizit ein Zeichen gegen rechts gesetzt, die lassen wir hier nicht zu, dann strahlt das, so eine positive Aura hat das sozusagen. Und das ist das Wichtige. Die couragierten Ehrenamtler des Ostritzer Friedensfestes zeigen, was man gegen Rechtsextremismus und für eine offene Gesellschaft tun kann. Mit friedlichem Protest und aus Überzeugung setzen sie ein Zeichen.